Ich komme nun zu Tagesordnungspunkt 9, Antrag der Abgeordneten Löber, Kreml-Slotz, SPD-Fraktion, Drucksache 19/3527 aus 19 zusammen mit Tagesordnungspunkt 42, dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Lebensmittel wertschätzen, Drucksache 19/3881 aus 19, vereinbarte Redezeit 5 Minuten. Als Erste spricht Kollegin Löber, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Laut Informationen des WWF, der Verbraucherzentrale und von Experten landen jährlich 11 bis zu 20 Millionen Tonnen essbarer Lebensmittel in Deutschland einfach im Müll. Die Schätzungen schwanken daher, da belastbare Werte bisher kaum erfasst sind. In Deutschland landet fast die Hälfte aller produzierten Lebensmittel auf dem Müll, wovon wiederum mehr als die Hälfte noch genießbar, also essbar wäre. Einige Schätzungen gehen sogar davon aus, dass mehr als 50 % der produzierten Lebensmittel bereits auf dem Müll landen, bevor sie überhaupt erst den Endverbraucher und damit den heimischen Esstisch erreichen. 20 Millionen Tonnen Lebensmittel, das sind rund 500.000 Lkw-Ladungen, die jährlich vernichtet werden, im Gegenwert von über 20 bis zu mehr als 25 Milliarden Euro. Damit könnte man nach bisherigem Stand der Kosten noch zusätzlich viermal den Berliner Flughafen bauen, und das jährlich. Zu den im Durchschnitt über 80 Kilogramm erzeugten Lebensmitteln, die jeder Privatverbraucher in die Tonne wirft, kommen Verluste von Lebensmitteln, die bei der Produktion, in der Erntephase, in der Gastronomie und im Handel sowie bei Transport, Verarbeitung und Lagerung anfallen. Lebensmittelverschwendung ist aber auch Verschwendung von Ressourcen, von Energie und Wasser. Die Erzeugung von Nahrungsmitteln verursacht zudem klimaschädliche Treibhausgase und belastet Boden, Luft und Grundwasser. Wenn sie im Müll landen, war aller Einsatz umsonst. Der vermeidbare Lebensmittelmüll der EU verursacht im Jahr die gleiche CO2-Menge klimaschädlicher Gase wie die Niederlande. Klimaschutzziele sind nur erreichbar mit einem anderen Umgang bei der Erzeugung und Verwendung von Lebensmitteln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gründe für diese Verschwendungskultur sind vielseitig und nicht nur dem privaten Verbraucher anzulasten. Auch der Handel bzw. die Industrie tragen durch entsprechende Vorgaben zu einer erheblichen Verschwendung bei. Zum Verzehr geeignete Lebensmittel werden weggeworfen, weil sie bestimmte Eigenschaften hinsichtlich Größe, Aussehen oder Gewicht nicht erfüllen. Nicht zuletzt deswegen fordern wir die Landesregierung dazu auf, einen runden Tisch Hessen schätzt Lebensmittel einzurichten, der sich aus allen wichtigen Beteiligten der gesamten Wertschöpfungskette in Hessen zusammensetzt, um gezielte Maßnahmen und Konzepte zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen zu erarbeiten. Ziel könnte ein Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung in Hessen sein, der auch entsprechend mit finanziellen Mitteln ausgestattet wird. Das Thema ist viel zu wichtig, liebe Frau Staatsministerin, dass es nur als ein Randthema einer Nachhaltigkeitsstrategie gelten darf. Gezielte Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen der Verbraucher zum sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln sind weiterhin erforderlich. Insbesondere in der Schul- und Berufsbildung sind Ernährung und Lebensmittelverschwendung stärker zu thematisieren und möglichst in die Lehrpläne mit aufzunehmen. Gerade in Schulen werden viele Lebensmittel weggeworfen. Ein weiterer Grund für die Vernichtung von Lebensmitteln ist unbestritten das Mindesthaltbarkeitsdatum. Vielen Verbrauchern ist immer noch nicht klar, dass ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum nicht unbedingt ein ungenießbares Lebensmittel bedeuten muss. Wir sehen da die Landesregierung in der Verantwortung, landesweite Kampagnen umzusetzen, die deutlicher und umfassender
über das Mindesthaltbarkeitsdatum informieren. Während jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Lebensmittel einfach weggeschmissen werden, müssen weltweit immer noch Millionen Menschen täglich hungern. Dieser Zustand kann und darf gesamtgesellschaftlich von uns nicht weiter hingenommen werden. Es ist eine Aufgabe und Herausforderung für uns, für die Politik, dies zu ändern. Aus diesem Grund fordere ich die Landesregierung dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und das Bewusstsein innerhalb unserer Gesellschaft der Verbraucher in Hessen für den Wert unserer Nahrung zu stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kaufen auch Sie einmal eine krumme Gurke, einen zu kleinen Salat oder Produkte kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn Sie diese bald verbrauchen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Müller-Klepper, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist Herbst, Erntedankzeit. Landwirte, Winzer und Kirchen bringen ihre Wertschätzung der Schöpfung und ihrer Gaben zum Ausdruck. Diese Feiern sind mehr als eine Tradition. Sie zeugen nicht nur von Dankbarkeit und Demut gegenüber der Natur. Sie machen bewusst, Lebensmittel sind kostbar, in ihnen stecken wertvolle Ressourcen. Das ist dringend nötig, denn vielerorts ist der Respekt vor den Gaben der Natur, die die Basis unserer Ernährung und Lebensgrundlage sind, verloren gegangen. Das, meine Damen und Herren, muss sich ändern. Lebensmittel sind von einem knappen Gut zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir müssen uns nicht mehr sorgen, dass wir etwas zu essen haben, sondern wir stehen vor der Qual der Wahl aus einer Warenflut. Ein Überangebot auf der einen, immer anspruchsvollere Verbraucher auf der anderen Seite, ein Luxusproblem. Die Kenntnis der Prozesse der Erzeugung und Verarbeitung dessen, was wir zu uns nehmen, ist bei der Entwicklung von der Agrar- zur Industrie- und Wissensgesellschaft auf der Strecke geblieben. Wie Salat, Kartoffeln oder Obst wachsen, das ist kaum noch in der häuslichen Umgebung erfahrbar. Und dass die Kuh nicht lila ist, stellen Kinder heutzutage fest, wenn sie mit der Familie Urlaub auf dem Bauernhof machen. All dies ist mehr als ein Wissensdefizit. Es ist ein zivilisatorischer Rückschritt, der sich in einem Fehlverhalten niederschlägt. Dem sorglosen, verschwenderischen Umgang mit Lebensmitteln, der zu Bergen von Essensresten und weggeworfenen, vielfach unverdorbenen Produkten führt. Laut einer Studie der Universität Stuttgart landen jährlich 11 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland im Müll. 61% der Abfälle entstehen in den Privathaushalten. Im Durchschnitt wirft jeder Bundesbürger im Jahr 82 Kilo Lebensmittel weg, zwei vollbepackte Einkaufswagen. Und erschreckend ist, zwei Drittel dieser Abfälle könnten vermieden werden. Einwandfreie Lebensmittel wandern in den Müll, vor allem Obst, Gemüse, Teig und Backwaren. Pro Person und Jahr sind es 53 Kilo vermeidbarer Lebensmittelabfälle, die in die Tonne wandern. Deutschlandweit kostet diese vermeidbare Verschwendung im Jahr 21,6 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, dieses Verhalten wirkt sich aber nicht nur aufs Portemonnaie, sondern auch auf die Umwelt aus. Wertvoller Ackerboden, Wasser, Energie für Ernte, Verarbeitung und Transport. Jedes Lebensmittel braucht für seine Herstellung kostbare Ressourcen, die wir mit jedem weggeworfenen Lebensmittel sinnlos verschwenden. Und hinzu kommt die ethische Dimension. Hochwertige Lebensmittel wandern in die Tonne, während in anderen Teilen der Welt Menschen hungern. Diese Verschwendung zu reduzieren,
Lebensmittelabfälle zu vermeiden, von der Produktion über den Handel bis zum Verbraucher, ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine ökologische und soziale Verpflichtung. Die EU und der Bund haben das Ziel, bis 2020 die Abfälle zu halbieren gesetzt. Meine Damen und Herren, das unterstützen wir als Landesregierung. Hierfür ist eine nationale Strategie nötig. Die Kampagne des Bundes Zu gut für die Tonne ist ein Grundelement. Auch die Gespräche mit der Wirtschaft über Reduktionsziele und Forschungsprojekte wie REFOWAS. Die Reduzierung kann aber nur gemeinsam mit allen Akteuren der Wertschöpfungskette gelingen. Neben den Verbrauchern müssen verstärkt auch Erzeuger, Handel und Großverbraucher in die Verantwortung genommen werden. Abfallvermeidung muss Teil des Nachhaltigkeitskonzepts von Unternehmen werden. Packungsgrößen müssen den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen. Handelsnormen, das Stichwort krumme Gurke ist bereits gefallen, gehören auf den Prüfstand. Es gilt umzudenken, weg von der Quantität und übermäßigen Vielfalt hin zur Qualität. Und die Zusammenarbeit des Handels mit den Tafeln muss ausgebaut werden. Meine Damen und Herren, in Gaststätten, Hotels, Kliniken, Schulen könnte Schätzungen zufolge die Hälfte aller Abfälle vermieden werden. Kollegin Müller-Klepper, gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Weiß? Nein, ich möchte jetzt weitersprechen. Wir sehen mit Sorge, dass es im wachsenden Bereich der Außerhaus... Kollegin Müller-Klepper, Sie müssen ohnehin zum Schluss kommen. Okay. Wir sehen, dass es im Bereich der Außerhausverpflegung hier entsprechend zu Nahrungsmittelverlusten kommt. Das sind Ansatzpunkte. Aufklären, zielfördernde Rahmenbedingungen und Anreize setzen, Projekte und Forschung initiieren und finanzieren. Das sind die Handlungsmöglichkeiten der Politik. Es gibt eine Vielzahl von Instrumenten. Wir nutzen sie. Kollegin, bitte letzter Satz. Ja, die Landesregierung geht hier mit wegweisenden Initiativen, beispielsweise auf der Agrarministerkonferenz, voran. Die Wertschätzung ist der Schlüssel, dass sich hier das Verhalten ändert. Weg von der Wegwerfkultur hin zu einer Kultur der Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln. Das ist unser Ziel. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Also eben hätte ich noch ausgemacht. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Feldmayer, Bündnis 90 Die Grünen. Ich komme dran. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin der SPD und der Frau Kollegin Löber dankbar, dass sie dieses wichtige Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat, weil es ist in der Tat ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Die Situationsbeschreibung, die die Rednerin vor mir schon gemacht hat, möchte ich jetzt nicht wiederholen. Es ist klar, dass zu viele Lebensmittel verschwendet werden, in der Tonne landen, gerade vor dem Hintergrund, dass weltweit Menschen an Hunger leiden, ist das schwer auszuhalten, dass wir hier im Überfluss leben und andernorts die Menschen nichts zu essen haben. Aber auch die Tatsache, dass Umweltressourcen und die landwirtschaftlichen Leistungen hinter jedem Produkt stecken, macht es schwer erträglich, zu wissen, wie viel von diesen Lebensmitteln teilweise noch vollständig verpackt im Müll landen. Ich glaube, der Begriff Lebensmittelverschwendung ist spätestens jedem klar geworden, seit es den Film Taste to Waste gibt, vom Regisseur Valentin Thun. Er ist in diesem Film dem Problem im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund gegangen. In den Abfallcontainern von großen Lebensmittelcontainern finden sich teilweise vollständig noch verpackte Lebensmittel kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. All dies macht deutlich, ich möchte es auch noch einmal unterstreichen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, dass wir wegkommen müssen von der Geiz-ist-geil-Mentalität, von der Wegwerfkultur zu einer Wertschätzung der landwirtschaftlichen Leistungen. Meine Damen und Herren, wir müssen klarmachen, Qualität ist geil, die krumme Gurke ist vielleicht auch einmal geil, die Möhre, die vielleicht schon ein bisschen angedätscht ist, der Apfel, der schon einmal ein bisschen angedätscht ist, ist geil. Teilen ist geil, Essen retten ist geil. All das sind neue Werte, die wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch vermitteln müssen.
also Qualität statt Massenproduktion. Aus diesem Grund haben wir ja hier in Hessen auch den Ökoaktionsplan, aber auch die Förderung regionaler Lebensmittelbesonderheiten in der regionalen Landwirtschaft auf den Weg gebracht, um dieses Problem, zu beseitigen und dort eine andere Mentalität auf den Weg zu bringen. Ich finde, es gibt aber auch schon sehr gute Beispiele. Es wurde allseits treffend gesagt, was es an Problemen gibt. Aber es gibt gute Beispiele und es gibt gute Initiativen, wo Menschen sich um dieses Thema kümmern. Also das Stichwort Foodsharing habe ich schon genannt. Es gibt z.B. jetzt auch eine App von Restaurants und Imbissen, wo man nachschauen kann, wo kann man, sag mal, ab einer bestimmten Uhrzeit auch Lebensmittel abholen, verbilligt, weil sie sonst weggeschmissen werden. Es gibt hier in Hessen Kampagneninitiativen, die sich um dieses Thema kümmern, auch im Rahmen der Nachhaltigkeitskampagne. Also hier sind wir schon sehr gut dabei in Hessen. Und, liebe Kollegin Löber, ich finde aber auch, dass man dieses Problem national anpacken muss oder auf EU-Ebene. Sie haben jetzt darauf hingewiesen, was auf Landesebene gemacht werden muss. Dort wird einiges getan bei der Verbraucherbildung, bei der Ernährungsbildung, bei den Kampagnen, die es hier gibt, beim Ökolandbau. Aber ich glaube, die nationale Strategie, die ja auch in Ihrem Antrag von der SPD genannt wird, diese nationale Strategie, die ja schon seit Jahren gefordert wird, ist ganz wichtig, weil ein Bundesland allein kann diese Kampagne oder kann diese Strategie nicht durchführen. Da brauchen wir alle Bundesländer und wir brauchen auch die EU-Ebene, um diese Maßnahmen zu unterstützen. Vielen Dank. Ja, was brauchen wir darüber hinaus? Ich habe es schon angedeutet, hier in Hessen eine Unterstützung mit Kampagneninitiativen. Da müssten Sie vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen. Da gibt es schon einiges, was gemacht wird. Wir haben ja z.B. auch die Verbraucherberatung in Hessen ausgeweitet, das DHB-Netzwerk Haushalt, die Verbraucherzentrale Hessen. Das sind alles Initiativen, das sind Projektträger, die genau das Thema Lebensmittelverschwendung auf dem Schirm haben. Wir haben ja auch die Verbraucherberatung gestärkt mit 537.000 € mehr im Jahr. Also da ist Hessen auf einem sehr guten Weg, wie ich finde, meine Damen und Herren. Was ich auch nicht richtig finde, das haben Sie jetzt nicht gemacht, das hat die Frau Müller-Klepper auch nicht gemacht, ist, dass in dieser Debatte es meistens darum geht, wer hat jetzt Schuld oder wer muss jetzt was machen. Sie haben auch richtig in Ihrem Antrag gesagt, und wir haben es auch noch einmal darauf hingewiesen, dass auf allen Stufen der Produktion des Lebensmittels muss man darauf achten, keine Lebensmittel zu verschwenden. Also vom Acker bis zum Teller muss darauf geachtet werden. Und in dieser Debatte fände ich es unsäglich, wenn man jetzt sagen würde, der Verbraucher ist schuld, bei der Verbraucher muss es jetzt regeln, dass die Lebensmittelverschwendung aufhört, oder der Landwirt muss das regeln. Da sind alle gefordert, meine Damen und Herren. Zum Schluss will ich vielleicht noch einmal zusammenfassen. Was wir brauchen, ist eine nationale Strategie. Man muss das Thema wirklich national in den Blick nehmen, gesamtgesellschaftlich in den Blick nehmen. Man muss europaweit daran arbeiten, und wir müssen auf Landesebene etwas tun, um regionale Lebensmittel zu fördern, die Vermarktung der regionalen Lebensmittel. Den Ökoaktionsplan haben wir, die Verbraucherberatung, die Verbraucherbildung. Aber auch vor allen Dingen bei den Kleinsten müssen wir ansetzen, z.B. mit dem Projekt Bauernhof im Klassenzimmer, um von Anfang an klarzumachen, Lebensmittel sind etwas wert, und sie gehören nicht in den Müll. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lebensmittel sind eine besondere Ware, weil, wie das Wort schon sagt, wir sie ja zum Leben unmittelbar brauchen. Und deshalb berührt es uns anders, wenn wir darüber reden, als wenn wir über andere Waren reden. Und weil wir gleichzeitig eine Situation haben, dass wir hier im Überfluss leben, während anderswo auf der Welt Menschen verhungern, weil eben keine Lebensmittel, kein Wasser vorhanden ist oder Menschen es sich nicht kaufen können. Und ich möchte mich auch den Analysen, die sich ja weitestgehend gedeckt haben, meiner Vorrednerinnen anschließen und die nicht noch einmal wiederholen über Mengen und Vernichtung und Schwierigkeiten in der ganzen Kette, weil sonst wird es hier wirklich so langweilig, dass wir am Ende noch
einschlafen. Das wollen wir doch vermeiden. Allerdings, glaube ich, fehlt mir ein wichtiger Punkt in der Debatte, nämlich dass Lebensmittel eine Ware sind und damit all den Gesetzen unterlegen, die denen Waren nun einmal unterliegen. Und dabei ist dann auffällig, dass die Vernichtung und Verschwendung und eigentlich auch logisch von Lebensmitteln mit dem Ausmaß zunimmt, in dem auch der Discounthandel und die Konzentration auf wenige große Unternehmen zunehmen. Durch Niedrigpreise und aggressive Werbung entwerten Industrie und Handel viele Lebensmittel. Kundinnen und Kunden werden in ihrem Einkaufsverhalten manipuliert und zu unnötigen Käufen verleitet. Der tatsächliche Wert von Esswaren ist oft nicht mehr nachvollziehbar. In der Folge werden Verbraucherinnen und Verbraucher zum Wegwerfen der Produkte verleitet. Ein großer Anteil der Lebensmittelabfälle, die scheinbar bei den privaten Haushalten anfallen, hat seine Ursache auch deshalb bei Handel und Industrie. Ich möchte, um das deutlich zu machen, mal ein paar Zahlen nennen, die an der Stelle, glaube ich, wichtig sind, weil wir sollten uns schon vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland eine Lebensmittelindustrie haben, die so roundabout 150 Milliarden Euro im Jahr Umsatz hat. Und das Interesse dieser Industrie ist wie das Interesse einer jeden Industrie, diesen Umsatz zu erhöhen. Das heißt, mehr zu verkaufen, mehr zu produzieren und mehr zu verkaufen. Nun brauchen wir aber von ganz vielen Waren eben kein mehr, sondern wir brauchen so viel, wie wir essen können. Das darüber hinaus brauchen wir nicht. Also werden Dinge erfunden, wie beispielsweise immer kürzere Mindesthaltbarkeitsdaten, die die Industrie ja selber in weiten Teilen anfertigt, um die Menschen dazu zu verleiten, ihre Lebensmittel eben nicht zu gebrauchen, sondern sie zu vernichten. Da geht es nicht darum, Menschen zu schützen vor Krankheiten. Da geht es nicht darum, darum ging es vielleicht im Ursprung mal. Da geht es nicht darum, Menschen gute Lebensmittel zu verkaufen, weil ob die Gurke gerade oder krumm ist, sagt nichts über ihre Qualität aus, sondern es geht darum, ganz gezielt dafür Sorge zu tragen, dass Lebensmittel eben aus dem Produktionsprozess herausgenommen werden, weil der eine oder andere produzierende Schritt hat schon einmal seinen Umsatz damit gemacht und sein Geld damit verdient. Wir diskutieren hier darüber, wie wir innerhalb eines Systems, das darauf angelegt ist, dass immer mehr verkauft wird, dass immer mehr produziert wird, dass immer mehr weggeworfen wird, Kapitalvermehrung noch möglich ist, und wie wir vor diesem Hintergrund dann sagen können, wir wollen aber unsere Lebensmittel schützen. Das ist in sich ein solcher Widerspruch, dass es eigentlich nicht lösbar ist. Und genau deshalb sind die Anträge, die wir hier vorliegen haben, auch beide so schwammig, wie sie nun einmal sind. Und das, was in den letzten Jahren dazu getan worden ist, außer einem unglaublich großen Bedauern darüber, dass all diese Lebensmittel vernichtet wird, eben genauso wenig, wie es nun einmal ist. Wenn ich den Antrag der Regierungsfraktionen mal wohlwollend deute, heißt er, wir machen alles, was möglich ist, um weitere Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Dann würde ich vorschlagen und mich sehr darüber freuen, wenn Sie sich der Initiative, der Bundesratsinitiative, die im Saarland unlängst einstimmig beschlossen worden ist, anschließen, dass große Supermärkte verpflichtet werden, Lebensmittel, die nicht verkauft werden, billiger abzugeben oder zu verschenken an Organisationen, so ähnlich wie das in Frankreich gemacht ist. Tun Sie das, dann tun Sie einen entscheidenden Schritt. Denn ohne Regulierung kommen wir nicht weiter. Und sorgen Sie dafür, dass wir eine Trendwende kriegen bei solchen Dingen wie dem Containern. Wir können doch nicht Menschen, die sagen, wir machen bewusst was anders, dann dafür bestrafen, dass sie sich Lebensmittel wegnehmen, die andere weggeworfen haben, die also zur Vernichtung preisgegeben sind. Sorgen Sie für echte politische Trendwenden. Machen Sie das, was im Rahmen dessen, was machbar ist, dann auch wirklich passieren kann. Darüber würde ich mich freuen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, so große Unterschiede sind jetzt bei den Vorrednern gar nicht festzustellen gewesen. Ich glaube, die Wertschätzung von Lebensmitteln, ein Produkt, das mit viel Liebe und Aufwand hergestellt worden ist, das erfährt oftmals nicht die richtige Wertschätzung. Insofern waren wir uns, glaube ich, einig. Meine Damen und Herren, bei dem Verbraucher ist es oftmals der Preis der Schlüssel auch dieser Wertschätzung.
Dazu gehört, dass wir dann auch feststellen müssen, dass wir in Deutschland die niedrigsten Verbraucherpreise in ganz Europa haben. Ob es nun die richtigen Antworten sind, die hier versucht worden zu geben, Frau Schott, Sie haben eben darauf angesprochen, dass man das Containing nicht unter Strafe stellen sollte. Wo ist sie denn jetzt? Die Frau Kollegin Schott ist gar nicht mehr da. Das hat natürlich auch etwas mit einer Rechtsposition zu tun. Ich glaube, dass in der Praxis kaum jemand dann jemand wirklich da strafrechtlich dafür verfolgen wird, weil er sich eine Banane aus dem Container herausgenommen hat. Das ist aber auch oftmals eher auch noch ein Symbolthema für Menschen, die das auch mal deutlich machen wollen. Das hat auch dann seinen Stellenwert. Ich würde das aber, ich sag mal, das sind kleinere Baustellen. Größere Baustellen sind zum Beispiel, wie gehen wir tatsächlich damit um, wie die Tafeln zum Beispiel an Lebensmittel herankommen und welche Grundlagen die Tafel hat, die Lebensmittel bei Supermärkten einsammeln, dass es alles ehrenamtlich passiert, dass sie auf widrige Umstände stoßen, dass sie auf Vorschriften stoßen, die es denen bei allem guten Willen auch schwer macht, diese Lebensmittel, die im Überhang sind, dann an Menschen weiterzugeben, die sie gut brauchen können. Meine Damen und Herren, ich finde, dass alles, was in den Anträgen drinsteht, ist schon durchaus ein Hinweis, was man machen kann. Hier wird allerdings auch sehr oft nur der Verbraucher in den Fokus genommen. Das trifft auf beide Anträge zu. Was ich an dem Antrag der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vermisse, ist der Hinweis, den die Frau Löber und die SPD in ihrem Antrag drin haben, nämlich auf die Drucksache des Deutschen Bundestages 17.10.987. Meine Damen und Herren, ich glaube, hier sind die richtigen Maßnahmen schon beschrieben. Und es wird Sie nicht wundern, das ist jetzt ein Antrag, den wir auch mittragen können, weil der ist von CDU, CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gemeinsam verabschiedet worden. Meine Damen und Herren, das sind richtige Maßnahmen, die man, wo man sich durchaus hinter versammeln kann. Ich persönlich sehe durchaus Handlungsbedarf, vor allen Dingen auch, wenn wir uns die Strategien der Handelskonzerne anschauen. Meine Damen und Herren, da hilft auch diese Fusion von Kaiser Tengelmann mit Edeka auch nur bedingt, um etwas mehr Wettbewerb hineinzubekommen ins System. Diese Unternehmen, diese Handelsunternehmen machen das alles nicht aus altruistischen Gründen, sondern weil sie am Ende eine marktbeherrschende Stellung haben wollen. Aber sie sind es eben auch, die eine gewisse Wertschätzung an Lebensmitteln dann oftmals vermissen lassen. Und, meine Damen und Herren, dann fällt einem dann schon auf, dass wo haben wir z.B. eine Verantwortung? Das ist bei der Erstellung eines Landesentwicklungsplans. Und wenn dort die Ausweisung von großflächigem Einzelhandel restriktiv gehandhabt worden ist, findet sich mit Sicherheit vor Ort immer ein Kommunalpolitiker, der eine Abweichung auf großflächigen Einzelhandel stellen will, weil es denn jetzt hier wieder darum geht, dass hier wieder eine Handelskette investiert. Meine Damen und Herren, also so werden wir nicht weiterkommen, so werden wir eine Wertschätzung für Lebensmittel sicherlich nicht eine vernünftige Grundlage bieten können. Wir müssen bei den großen Mengen ansetzen. Wir müssen bei den Großverbrauchern ansetzen. Wenn Sie sich einmal eine Bundeswehrkaserne anschauen, was dort regelmäßig an Lebensmitteln weggeworfen wird, da kommen einem die Tränen. Ich glaube, wenn wir dort wirklich weiterkommen wollen, wenn wir bei der Frage der Tafel, bei der Frage, wie Handel sich aufstellt, wie Großverbraucher an welche Vorschriften sie sich halten müssen, dann müssen wir uns tatsächlich mit den Vorschriften auseinandersetzen, die es erschweren, dass wir hier mit einem guten Produkten wirklich auch noch Menschen helfen können, die diese Produkte auch gut gebrauchen können, bzw. es vermeiden können, dass ein Produkt überhaupt entsteht, was am Ende kein Mensch mehr verbrauchen kann, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Es spricht nun die Ministerin, Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nur noch eine Zahl hinzufügen zu den vielen, die schon genannt wurden, bei der Frage, wie viele Lebensmittel vernichtet werden.
Die Verbraucherzentrale hat das einmal verbildlicht. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel sind 275.000 volle Sattelschlepper. Hintereinander gestellt ergeben diese zweimal die Strecke von Düsseldorf nach Lissabon. Also, wenn man sich das vorstellt, eigentlich will man sich das gar nicht vorstellen, ist das richtig bitter, wie viele Lebensmittel jährlich weggeworfen werden bei uns in Deutschland. Und natürlich hat es auch etwas damit zu tun, wie bei uns Lebensmittelpreise sind, wie Lebensmittel wertgeschätzt werden und auch, wie die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel voranschreitet. Das stimmt. Je billiger die Lebensmittel sind, und sie sind in Deutschland viel billiger als in anderen europäischen Staaten, umso mehr gerät man auch in Versuchung zu kaufen, was man nicht unbedingt braucht, was nicht auf dem Zettel stand, den man sich für die Woche gemacht hat. Man kauft auch größere Portionen. Im Zweifel wirft man es dann halt weg. Das ist ein richtiges Problem, dem man auch nicht so mit einfachen Maßnahmen beikommt, weil da vielfältige Faktoren zusammenspielen. Herr Lenders, ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, wie das auch zusammenhängt. Da müssen wir uns um die Punkte mal eingehend auch kümmern. Und ich bin auch gerne bereit, mich weiterhin dafür einzusetzen, dass Bundestagsdrucksachen umgesetzt werden. Nur gehe ich eigentlich davon aus, dass es in erster Linie die Aufgabe der Bundesregierung ist und der Partei, der Fraktionen, die im Bundestag sitzen, dass ich immer aufgefordert werde, das zu machen. Also mich dafür einzusetzen, ist sehr nett, aber es ist nur bedingt, glaube ich, möglich, dass ich das hinkriege. Was wir machen können bei uns, ist auf der einen Seite im Bildungsbereich tatsächlich den Fokus darauf zu legen, dass im Ernährungsbereich stärker darauf geachtet wird, dass da, wo Schulessen ausgegeben wird, nicht so viel weggeworfen wird, dass die Portionen so bestellt werden und dass sie so portioniert sind, dass das sozusagen passt, ja, mit dem, wie Kinder Hunger haben und sie dann auch essen können. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, deutlich zu machen, dass wir inzwischen vielfältige Angebote haben, von Schulgärten über Lehrerfortbildung bis hin zur Schulvernetzungsstelle und auch Werkstatternährung, was alles in Schulen stattfindet, wo Kinder lernen, einzukaufen, Essen zu planen und auch mit Lebensmitteln umzugehen. Das heißt, aus einem Apfel auch einmal eine braune Stelle rauszuschneiden, bei einer Karotte ein Stück abzuschneiden, wenn es leicht bräunlich geworden ist und wenn der Quark von der vorherigen Woche stammt und das Mindesthaltbarkeitsdatum 2 Tage abgelaufen ist, dass man das trotzdem noch essen kann. Also, dass so etwas gleich gelernt wird, weil dann der Umgang mit Lebensmitteln auch ein anderer wird, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, den wir jetzt angehen, ist in Zusammenarbeit mit dem WWF in unserer Ressourcenschutzstrategie das Thema Außerhausverzehr und Großküchen uns vorzunehmen. Also die Frage, wie wird in Großküchen eigentlich geplant, eingekauft und auch ausgegeben? Kann man da nicht auch die Frage der Lebensmittelverschwendung anders in den Griff bekommen? Davon erwarte ich mir sehr viel bei diesem Projekt Ressourcenschutzstrategie. Und in der Nachhaltigkeitsstrategie haben wir ja jetzt ausgerufen, das Jahr zum nachhaltigen Konsum, wo vor allen Dingen Jugendliche angesprochen werden sollen. Auch das ist, glaube ich, ein wunderbares Thema der Öffentlichkeitsarbeit. In der Agrarministerkonferenz haben wir jetzt durchgesetzt, dass der Bund sich darum kümmern soll, eine Regelung zu verändern mit der EU gemeinsam, dass nämlich da, wo Kennzeichnungspflichten in Lebensmittelmärkten geringfügig
nicht eingehalten wurden, z.B. bei der Größe der Buchstaben. Also hat nichts mit Gesundheitsgefährdung zu tun, aber das müsste umetikettiert werden nach der Kennzeichnungsverordnung. Das machen die meisten Lebensmitteleinzelhandel nicht, sondern die schmeißen das Zeug weg, wenn es beanstandet wird. Dass wir hier die Handhabe kriegen, solche Verstöße anders zu ahnden, nämlich indem es entweder abgegeben wird oder trotzdem noch verkauft werden darf, ich glaube, das würde jede Menge Möglichkeiten bieten, dass Lebensmittel tatsächlich verkauft werden und nicht weiter vernichtet werden. Was wir meines Erachtens nicht brauchen, sind noch einmal Umfragen. Also, wir wissen, wie was ist. Im Übrigen hat das BML in 2016 eine Studie in Auftrag gegeben zur Erfassung von Lebensmittelabfällen in Privathaushalten. Und ich glaube auch nicht, dass wir noch einen runden Tisch zum Problem brauchen, sondern eher, dass wir ganz konkret an Maßnahmen arbeiten sollten. Und ich bin gerne bereit, im Ausschuss mich weiter mit Ihnen darüber auszutauschen. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Punkt. Vorgeschlagen wird, den Antrag Top 9 und den Dringlichen Antrag Top 42 beide in den ULA zu überweisen. Gibt es andere Meinungen? Nein, dann ist es gut so. Dann machen wir das.